Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 68, Beschlussempfehlung im Bericht Haushaltsausschuss, Antrag Landesregierung, Veräußerung der landeseigenen Liegenschaften der Bereitschaftspolizeien Mülheim und Kassel Niederzweren. Wir waren vereinbart eine Redezeit von zügigen 5 Minuten. Zunächst kommt der Berichterstatter, der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Wolfgang Decke, ans Wort. Bitte sehr. Herr Präsident, vielen Dank, meine Damen und Herren. Dann will ich zügig die Beschlussempfehlung vortragen. Beschlussempfehlung und Bericht Haushaltsausschuss zu Antrag Landesregierung Veräußerung der landeseigenen Liegenschaften der Bereitschaftspolizei Mülheim am Main, Tilsiter Straße 13 und Kassel-Niederzweren, Frankfurter Straße 365. Hier Zustimmung zur Veräußerung durch den Hessischen Landtag nach § 64 Absatz 2 Landeshaushaltsordnung. Meine Damen und Herren, der Haushaltsausschuss gibt folgende Beschlussempfehlung. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, die Zustimmung zu erteilen. Dies ist befürwortet worden von CDU und Grünen Fraktionen gegen die Stimmen der SPD, der AfD, die Linke und bei Enthaltung der Freien Demokraten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Berichterstatter. Bitte sehr. Darfst du fortfahren? Dann fahre ich gleich fort, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Herr Präsident. Wir haben die Debatte über den Verkauf der beiden Liegenschaften ja schon bekanntlich zweimal geführt, einmal hier in der Aktuellen Stunde und dann sehr ausführlich im Haushaltsausschuss. Auch in der heutigen dritten Debatte ändert sich nichts an der Auffassung der SPD-Fraktion. Wir sind strikt gegen den Verkauf der beiden Liegenschaften, meine Damen und Herren. Ich will auch gerne noch einmal unsere Gründe dafür darlegen. Erstens. Es handelt sich nicht um irgendeine Landesliegenschaft, meine Damen und Herren. Nein, es handelt sich um zwei wichtige Einrichtungen der hessischen Polizei. Sie dient damit absolut hoheitlichen Aufgaben. Und deshalb sind wir der Auffassung, dass das in Landeshand bleiben muss. Und es kann und darf nicht sein, dass die Polizei nicht mehr Herr im eigenen Hause ist, um mit den Worten des GdP-Landesvorsitzenden hier zu sprechen. Und ich erinnere auch an die Erfahrung, die die Polizei als Mieter im Revier Kassel-Ost machen musste. Meine Damen und Herren, das ist kein gutes politisches Zeichen nach außen. Zweiter Grund. Wir haben nach wie vor große Zweifel an der Wirtschaftlichkeit dieses Vorgehens. Der Kollege Weiß hat das im Haushaltsausschuss sehr ausführlich dargelegt. Denn der Kaufpreis, den der Investor und das Land zahlt, fließt direkt als Baukostenzuschuss für die energetische Gebäudesanierung an den Investor zurück. Die Landesregierung verschenkt aus unserer Sicht damit quasi die Landesliegenschaften. Und das sind Zweifel an der Sinnhaftigkeit, meine Damen und Herren, mehr als angebracht, auch wenn man uns sicher gleich anschließend erklären wird, dass es doch so ist und wir es nur nicht verstanden haben, meine Damen und Herren. Im Übrigen verweise ich auf die Stadt Mülheim. Der dortige Bürgermeister hat den Verkauf ebenfalls scharf kritisiert und auch begründet. Sie können das nachlesen. Ich erspare mir seine Begründung. Und die Stadtverordneten haben einstimmig einen Bebauungsplan, Hochschulcampus und Bereitschaftspolizei aufzustellen, beschlossen. Es gibt also auch einen kommunal nicht unerheblichen Widerstand gegen die Verkaufsmaßnahme. Damit, meine Damen und Herren, wäre im Prinzip schon alles gesagt. Allerdings hat in der öffentlichen Debatte im Haushaltsausschuss auch die Frage der Unterrichtung des Ausschusses, des Plenums über die geplante Verkaufsmaßnahme größeren Raum eingenommen. Meine Damen und Herren, ich will Ihnen heute gerne erklären, warum wir uns darüber gewundert haben, dass die Regierungsfraktionen verwundert waren, dass wir uns im September über den Verkauf gewundert haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zunächst ist als richtig festzustellen, dass der Finanzminister in der Vergangenheit über anstehende Veräußerungen von Liegenschaften auch die der beiden Bereitschaftspolizeien informiert hat, bezüglich der Liegenschaft Kassel und Mülheim zuletzt im Juli 2016. Das ist als solches auch von uns gar nicht zu kritisieren, auch heute nicht. Aber das war, meine Damen und Herren, im Jahr 2016. Dann war bis jetzt im Herbst 2019 relative Funkstille. Wir haben im Mai dazu eine Kleine Anfrage gestellt. Wir haben zwei Zwischenmitteilungen bekommen, dass die Beantwortung noch dauert. Also, meine Damen und Herren, es ist ja bekannt, dass in Hessen der Verkehr inzwischen nicht mehr so gut fließt. In diesem Fall aber schon. Da hat nämlich tatsächlich der Veräußerungsantrag die Beantwortung der Anfrage auf der Zielgerade überholt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und hat man auch eigentlich nicht jeden Tag. Inzwischen ist aber dann doch etwas ganz anderes passiert in dem Zeitraum der letzten zwei, drei Jahre. Nämlich, dass nicht zuletzt wegen der heftigen Kritik an der Unwirtschaftlichkeit verschiedener Verkaufsprojekte aus Leo 1 und 2
der Finanzminister dann vor der Sommerpause auch angekündigt hat, dieses Geschäftsmodell PPP oder Sale und Leaseback, wie immer man das nennen will, kritisch auf den Prüfstand zu stellen. Das hat sicherlich auch etwas mit dem Koalitionsvertrag zu tun gehabt. Und wir haben das damals auch einhellig begrüßt. Ich will das auch heute noch betonen an der Stelle. Schade übrigens, meine Damen und Herren, dass die Fraktion der GRÜNEN von ihrer Ablehnung für diesen Deal wieder abgerückt sind. Und sie haben anscheinend auf dem letzten Meter für den Verkauf doch breitschlagen lassen. Und dann während der ganzen Debatte, dass das auf den Tisch, kritisch auf den Prüfstand gestellt werden soll, kam dann doch am letzten Ende der Verkauf auf den Tisch. Meine Damen und Herren, dass dieser ganze Verlauf der Dinge am Ende für Unverständnis und für Irritation sorgt, darf dann hier in diesem Hause keinen mehr wundern. Und zum Schluss darf ich noch sagen, bei Durchsicht der Brockenliste zum Haushalt 2020 stößt man auf, im Einzelplan 18 auf PPP-Projekt Neubau Polizei Darmstadt-Pupinweg 1 neu. Bitte wundern Sie sich jetzt nicht, wenn wir genau hinschauen, was es damit auf sich hat. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Decke. Das Wort hat der Abg. Jan Schalauske, Fraktion DIE LINKE. Ja, ja, du musst nicht. Ja. Aber hallo. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, schön, dass ich jetzt an dieser Stelle sprechen kann, weil es war ja unsere Fraktion, die mit einem Schreiben an den Präsidenten des Hessischen Landtags deutlich gemacht hat, dass wir die Diskussion um diesen Verkauf für so wichtig erhalten, dass wir auch nach der Diskussion im Haushaltsausschuss hier und heute noch einmal darüber diskutieren. Herr Kollege Schalauske, ich nehme nicht an, dass das jetzt Kritik war am Präsidium. Dann ist es ja in Ordnung. Dann sind wir klar. Kannst du weitermachen. Im Gegenteil, es war ja eine Unterstreichung der Entscheidung des Präsidenten. Also, die Diskussion um die Veräußerung dieser beiden Liegenschaften ist so wichtig, dass sie hier und heute in den Hessischen Landtag gehört. Und um es noch einmal sehr konkret zu machen, bitte ich Sie alle, stellen Sie sich einmal Folgendes vor. Ihnen gehört privat eine Liegenschaft. Diese wollen Sie umweltgerecht sanieren. Das sind ja die Zeichen der Zeit. Für dieses Ziel aber verschenken Sie Ihren Besitz an ein privates Unternehmen und mieten es anschließend zurück. Klingt merkwürdig, finde ich auch. Würden Sie alle wahrscheinlich nicht machen, ich auch nicht. Das Problem, genau so ein Geschäft schlägt die Landesregierung hier nun vor. Und dieses Geschäft zum Schaden der hessischen Steuerzahler werden wir entschieden ablehnen. Der Finanzminister will die Liegenschaften der Bereitschaftspolizeien in Kassel und Mülheim zunächst an einen privaten Investor verkaufen und dann in einem PPP-Projekt 30 Jahre lang zurückmieten. Der private Investor soll, das ist gesagt worden, im Gegenzug die Gebäude energetisch sanieren und dem Land dann zur Nutzung bereitstellen. Jetzt könnte man schon hier die Frage stellen, warum das Land Immobilien, die es weiter nutzen will, überhaupt verkauft. Aber das Geschäft, das wird noch merkwürdiger. Denn wenn die Gebäude tatsächlich modernisiert worden sind, der Kollege Decker hat es gesagt, wird das Land den Kaufpreis an den Käufer als Baukostenzuschuss zurückerstatten. Kurz gesagt, das Land verschenkt die Liegenschaften und mietet sie dann zur weiteren Nutzung zurück. Ein ungeheuerlicher Vorgang. Bei solchen Geschäften, ich habe mir gedacht, bei solchen Geschäften im Lande Hessen, da sollte man am besten selbst ein Unternehmen zur energetischen Modernisierung aufmachen. Es winken dank der schwarz-grünen Landesregierung fette Gewinne. So schaut es aus. Und wir haben 2016, darauf ist ja auch hingewiesen, danach gefragt, ob wir die Zahlen zu der Wirtschaftlichkeit dieses Geschäfts bekommen können. Wir wollen die Zahlen, die die Wirtschaftlichkeit dieses Geschäfts belegen können, gerne einsehen. Damals war die Antwort des Finanzministers, man wolle das prüfen. Passiert ist es aber nie. Auch letzte Woche, als ich im Ausschuss noch einmal beantragt hatte, das Gutachten einzusehen und deswegen die Beschlussfassung zu vertagen, hat man uns keinen Einblick in die Zahlen gewährt. Mit anderen Worten, außer den Behauptungen des Finanzministers, dass es einen wirtschaftlichen Vorteil für das Land gäbe, haben wir bis heute keinen einzigen Beleg, dass es sinnvoll sein könnte, öffentliches Eigentum zu verschenken und anschließend die Nutzung für die Miete zu zahlen. Ich finde, ein abenteuerlicher Vorgang. Ja, und die Stadt Mülheim, in der sich eine der beiden Liegenschaften befindet, hat ja mittlerweile deutlich gemacht, dass sie mit dem
Gelände ganz andere Pläne hat als die Landesregierung und der private Investor. Ich glaube, hier wäre es mal hilfreich gewesen, sich auch mit der Stadt und der betroffenen Kommune ins Benehmen zu setzen. Das scheint die Landesregierung nicht getan zu haben. Und wenige Wochen, nachdem hier die Landesregierung erklärt hat, die katastrophalen Leo-Privatisierungsprogramme endlich zu evaluieren, soll nun der Landtag ein weiteres Privatisierungsprojekt der Landesregierung absegnen, ohne jedoch die Zahlen des Geschäfts geprüft zu haben und auch ohne eine Bewertung durch den Rechnungshof für dieses Projekt vorliegen zu haben. Und während Sie uns als Abgeordnete überhaupt nicht ausreichend über die Rahmenbedingungen dieser unvorteilhaften Geschäfte ins Bild setzen, waren Sie selber dabei sehr leicht dabei, Geld für diese Privatisierung auszugeben. Schon das Verfahren, diese Privatisierung in Gang zu setzen, hat 4,7 Millionen Euro gekostet. 4,7 Millionen Euro an Steuergeldern. Und sollte der Landtag dem Geschenk nicht zustimmen, dann drohen auch noch weitere Zahlungen in Millionenhöhe. Na, das sind ja tolle Geschäfte, die Sie hier organisiert haben. Ich bleibe dabei. Niemand kann guten Gewissens einem solchen Geschäft zustimmen, ohne auch nur die Möglichkeit zu haben, wenigstens in die Gutachten der Landesregierung Einsicht genommen zu haben. Geheimgutachten, die einem Geschenk an einen privaten Investor die Wirtschaftlichkeit bescheinigen, die können keine Entscheidungsgrundlage sein. Und deshalb beantragen wir hier die namentliche Abstimmung. Ich finde, die Öffentlichkeit hat es verdient zu sehen, wer in diesem Haus öffentliches Eigentum verschenkt und sich nicht einmal die Mühe macht, die Regierung dabei zu kontrollieren. Vielen Dank, Kollege Schalauske. Das Wort hat der Abg. Heidkamp, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Abgeordnete! Bei Herrn Schalauske muss ich immer aufpassen, weil er ist fachlich so gut, nur die Schlussfolgerungen sind anders. Wir haben uns das einmal ausgerechnet. Wir haben eine ganz neue Position in dieser Wirtschaftlichkeitsrechnung, nämlich man baut erst einen künstlichen Posten auf über die CO2-Belastung, und dann belohnt man den Investor, indem man diesen künstlichen Posten wieder abbaut. Und zwar wird ihm ja, wie Sie richtig gesagt haben, Herr Schalauske, wird ja der gesamte Kaufpreis als Baukostenzuschuss zurückgezahlt. Die Relation dazu ist eine Einsparung von 13.086 Tonnen CO2. Diese Zahl stand im gesamten Antrag nicht drin. Es ist aber einfach. Wenn man die 19 mal teilt durch die 13 Tonnen, dann ergibt das einen Tonnenpreis von 1.431 €. Ich beglückwünsche die Regierung, dass sie für die Einsparung von einer Tonne CO2 1.431 € bezahlen will. Wir haben einmal nachgesehen, auch die strengsten Umweltverbände sagen heute, bei 180 € haben wir eine solche Steuerungswirkung, dass wir vollkommen CO2-neutral unsere Wirtschaft ausrichten werden. Der Herr Kaufmann hat ja unsere betriebswirtschaftliche Qualifikation angezweifelt. Herr Kaufmann, ich habe wirklich Probleme. Ich bin nun einmal ausgebildeter Betriebswirt und Controller in einem Unternehmen gewesen. Und ich muss Ihnen sagen, ich muss mich noch daran gewöhnen, wie in der Politik mit diesen Begriffen umgegangen wird. Dann hat der Herr Kaufmann auch im Ausschuss auf meine Frage, ob denn unter heutigen Finanzierungsbedingungen das Projekt nicht besser anders finanziert würde, gesagt, ja, wahrscheinlicherweise. Daraufhin habe ich gefragt, ob man aus diesen Verträgen noch aussteigen könnte und unter welchen Kosten. Diese beiden Fragen wurden nicht beantwortet. Ich habe den Eindruck, dass wir hier auf ein Projekt zusteuern, was mich sehr an den Herrn Scheuer mit seiner Maut erinnert, der auch Verträge unterschrieben hatte und nicht wusste, dass sie ihm hinterher nicht genehmigt wurden. Ich bedanke mich. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Das Wort hat der Abg. Frank-Peter Kaufmann. Bitte sehr.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, es fällt jetzt ein bisschen schwer, all den Unsinn, der hier gerade erzählt worden ist, irgendwie einigermaßen zu sortieren. Das geht damit los, dass im Gegensatz zu den Äußerungen des Kollegen Decker wir seit 2016 insgesamt mindestens 7-mal über diesen Vorgang gesprochen haben, hier im Landtag, in Ausschüssen und auch im Plenum. Es hat sich an dem Sachverhalt seitdem nichts Relevantes geändert, außer dass das, was damals angekündigt war, jetzt Schritt für Schritt vorangeschritten ist. Insoweit ist es, denke ich, die Behauptung, man wäre überrascht worden, kann man nur dann machen, wenn man irgendwie die Zwischenzeit verschlafen hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Sinn dieses Verkaufs eingerahmt in ein PPP-Projekt über die Sanierung, den Ausbau, die Modernisierung und den Betrieb der beiden Bereitschaftspolizeiliegenschaften in Mülheim und Kassel, der ist eine Einheit, der nämlich für das Ziel sorgen soll, dass mit den Möglichkeiten, die insbesondere der Auftragnehmer dann einsetzen wird, der nach einer Ausschreibung ja gefunden wurde, wir die Sanierung und die gesamten Maßnahmen, die dort notwendig sind, auch gut, zeitnah und am Ende, so wie es auch dargelegt worden ist, zu relativ günstigen Kosten abwickeln können. Und wenn hier immer wieder versucht wird, das mit den Leo-Maßnahmen in Verbindung zu bringen, dann ist das genau das, was ich eingangs meinte. Sie haben entweder gar keine Ahnung, oder Sie vermengen vorsätzlich Dinge, von denen Sie selber wissen, dass es zwei völlig unterschiedliche Dinge sind. Es geht nur in beiden Fällen darum, dass es jemanden auf privater Seite gibt, der sich für Grundstücke interessiert. Das ist aber der einzige Vergleich. Weil Leo, das haben wir damals kritisiert, wir haben von dem Kritik, das sagte ja meine Kollegin bei der letzten Debatte, die wir zum Thema hier hatten, auch sehr deutlich, wir haben von der Kritik nichts zurückzunehmen. Nur damals ging es, verehrter Herr Schalauske, darum, Haushaltslücken durch den Verkauf von Immobilien von Werten zu schließen. Diesmal geht es darum, ein Projekt voranzubringen, das eine Sanierung dieser Liegenschaften ermöglicht, unter energetischen und anderen Gesichtspunkten. Und das ist in der Tat was anderes. Und insoweit sind alle Ihre Behauptungen, wir würden sozusagen Landesvermögen gar noch verschenken, natürlich ja, entweder bösartig oder von Unkenntnis geprägt. Wir haben dieses Projekt mit Verkauf verbunden, aber wir haben gleichermaßen auch ein verbrieftes Recht, dass das Land in einen möglichen späteren Verkaufsprozess des jetzigen Erwerbers dann eintreten kann. Das ist genau ja bei solcher Art. Ihr Gelache zeigt nur, dass Sie wirklich ahnungslos zum Geld nicht mehr sind. Haben Sie noch nie etwas davon gehört, dass man solche Projekte genau so macht, weil nämlich die Frage, wer ist bei der Durchführung eines solchen Projekts der Eigentümer unter Gesichtspunkten z.B. von EU-Wettbewerbsrecht und auch von der Frage der beihilferechtlichen Problematik durchaus große Vorteile haben kann. Und das genau muss hier auch geprüft werden. Und insoweit ist es halt nicht vergleichbar. Und Sie machen das ausschließlich, und damit haben Sie auch nicht ganz ohne Erfolg, auch die eine oder andere Journalist oder Journalistin hat das ja auch aufgegriffen und genauso wenig verstanden, indem Leo und hier Polizei in einen Topf gerührt worden ist, wo sie nicht hingehören zusammen, weil es Unterschiede gibt, die ich gerade versucht habe zu erläutern. Indes, meine Damen und Herren, das ist eigentlich ein pädagogisches Prinzip, das Wiederholung dann doch irgendwann zum Erkenntnisgewinn führen sollte. Bei diesem Thema hier kann ich dieses leider nicht feststellen. Es ist, obwohl es wiederholt auch haarklein dargelegt worden ist, immer noch offensichtlich das gleiche Geschrei. Dann bleibt es dabei, dann werden wir jetzt anschließend dem Verkauf zustimmen, und zwar innerhalb dieses PPP-Projekts. Und wir werden damit die Sanierung dieser Liegenschaften auch voranbringen, und zwar in naher Zeit. Und am Ende wird das Land Hessen keinen Schaden, sondern einen Gewinn davon haben. Davon bin ich überzeugt. Vielen Dank, Kollege Kaufmann. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie doch, wir sind ja bald am Ende der Sitzung, ich bitte Sie aber doch,
etwas moderat dem Sitzungsende entgegenzublicken. Frau Kollegin Schardt-Sauer hat das Wort, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Also ich habe eben überlegt, auch nach den Ausführungen heute in der Haushaltsdebatte, was habe ich in meinem ersten Jahr im Hessischen Landtag gelernt? Der Kaufmann weiß alles und erklärt uns die Welt. Der Haushaltsausschuss, geprägt von den fulminanten Einschätzungen des Kollegen, hat in seiner Sitzung am 23. Oktober, Kollege Decker hat es erläutert, mit den Stimmen von Schwarz-Grün der Veräußerung zugestimmt. Wir Freien Demokraten haben uns der Stimme enthalten. Warum? Der Grund ist, dass wir Liberale grundsätzlich kein grundsätzliches Problem mit ÖPP-Projekten haben, wie es offensichtlich grundsätzlich anders bei den verehrten Kollegen der LINKEN ist. Das ist Demokratie. Für uns sind ÖPP-Projekte durchaus ein Instrument für die öffentliche Hand mit Potenzial. Aber, und das gehört zur Redlichkeit einer solchen Debatte im Hessischen Landtag, finde ich auch dazu, es passt nicht immer. Und wenn man sich einmal anschaut, es gab ja die ersten Premieren, die zweite Generation der Projekte. Frankfurt zum Beispiel hat 2017 sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Im Straßenbau ist es differenzierter. Dort sagt man im Grunde, sage ich mal, Private bewegen sich dann. Man sieht es ja am Frankfurter, am Berliner Flughafen, bewegen sich Private dann doch schneller. Also es ist nicht schwarz und weiß. Und im Übrigen, werte Kolleginnen und Kollegen von der Sozialdemokratie, Sigmar Gabriel als Wirtschaftsminister hat das ÖPP-Modell ausdrücklich gelobt und angepriesen, als ein Modell, Infrastrukturvorhaben voranzubringen. Es gab viele Hinweise der Rechnungshöfe auf Landesebene, aber vor allen Dingen des Bundesrechnungshofs und Finanzminister Schäfer, um das Bild, das bunte Bild dazu etwas rund zu machen, hat 2017 bei im Übrigen dem Vorstellen der Polizeiautobahnstation Butzbach eben dieses Modell gelobt. Also ganz neu sind die ganzen Planungen nicht. Es kann sich durchaus Kostenvorteile, und darum geht es doch letztlich, effiziente Bauweise und die Frage, was ist in der Nettobetrachtung nicht nur investiv, sondern dauerhaft günstiger. Es kann aber auch Nachteile geben. Und das sind alles Fragen. Und da muss ja ausnahmsweise, vielleicht ändert sich das bisweilen, dem Kollegen Kaufmann auch recht geben. Es gibt einerseits die Leo-Betrachtung, es gibt die ÖPP-Betrachtung. Und bei der Leo-Betrachtung haben wir gesagt, nun mag es an der schlechten Vertragsgestaltung durch das Land liegen. Da ist dringend eine Untersuchung angezeigt. Das gehört auf den Prüfstand. Und bei den ÖPP-Projekten gibt es auch durchaus schlechte Erfahrungen. Das gehört auch auf den Prüfstand, sind aber beide in der Bewertung, in der volkswirtschaftlichen Bewertung zu trennen. So stellen wir Freie Demokraten uns einen sorgsamen Umgang mit Steuermitteln vor. Und deshalb deutlich auch für das Protokoll, aber es ist ja sogar auch eine namentliche Abstimmung gefordert, bevor diese beiden Bereiche, wo es um viel Geld geht, nicht für die Zukunft betrachtet, für neue Schritte, da sind wir bei Ihnen, beleuchtet sind, können keine neuen Projekte angestoßen werden. Aber Butzbach ist kein neues Projekt. Diese Autobahnpolizeistationen sind keine neuen Projekte, nach dem, was ich aus den Akten. Es handelt sich um laufende Vorgänge, die 2017 eine Zwischenbemerkung erfuhren. Und es ist wichtig, am Ende aller Tage, wir haben sehr, sehr anspruchsvolle Haushaltsreden heute hier alle gehört. Da war immer wieder auch die Rede von der Polizei, der Frage der Infrastruktur. Hier werden Standorte modernisiert, und es gibt ein deutliches Signal von den Gewerkschaften der Polizei.
die sagen, wir begrüßen dies. Das gehört auch in die Debatte mit nein, wie mit Sicherheit. Und das, da bin ich wiederum bei den Ausführungen, sind wir bei den Ausführungen der SPD. Wir hätten uns gewünscht, und wir haben es auch wirklich nicht verstanden, warum vonseiten der Landesregierung dieses Wirtschaftlichkeitsgutachten ja, im Grunde genommen, sage ich, wie so eine Art sakraler Staatsakt behandelt wurde. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Wir hätten die Zahlen gern gesehen. Die Wirtschaftlichkeitsprüfung hätte mit Sicherheit auch eine Versachlichung herbeigeführt. Weil das nicht kommt und dann doch irgendwie so ein ungutes Gefühl bleibt, kommen wir in einer gewissen Ausgewogenheit zu einer Enthaltung. Und wir sagen dem Finanzminister, ansonsten bitte beide Bereiche endlich einer externen Evaluierung unterziehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schardt-Sauer. Das Wort hat der Abg. Reul, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Schon im vergangenen Plenum haben wir uns in einer Aktuellen Stunde mit dem ÖPP-Projekt befasst. Mittlerweile hat Minister Dr. Schäfer die Verkaufsvorlage dem Haushaltsausschuss zugeleitet, darin detailliert das Projekt dargelegt, und der Haushaltsausschuss hat daraufhin der Veräußerung zugestimmt. Deshalb verstehe ich die heutige künstliche Aufregung gar nicht mehr, die von Seiten der SPD und der LINKEN hier inszeniert wird. Wenn man Ihren Ausführungen zuhört, könnte man ja gerade meinen, die Landesregierung hätte in einer Nacht- und Nebelaktion ein Projekt erfunden, um möglichst einem bösen Investor unbemerkt finanzielle Vorteile zuschustern zu können. Ich erinnere noch einmal daran, im COA-Vertrag von CDU und GRÜNEN ist zunächst einmal klar festgehalten, dass öffentlich-private Partnerschaften sowie ähnliche Instrumente zur Errichtung öffentlicher Infrastruktur nur bei nachgewiesenem und überprüften Wirtschaftlichkeitsvorteil für das Land eingegangen werden. Durch Ihre falschen Darstellungen kann es nicht gelingen, ein gutes Projekt an dieser Stelle schlecht zu machen. Im Haushaltsausschuss hat der Finanzminister ausführlich erläutert, dass dieser Wirtschaftlichkeitsvorteil im aktuellen Fall gegeben ist. Wenn dem nicht so wäre, dann würde diese Variante überhaupt nicht erörtert und verfolgt werden. Übrigens, das wissen Sie auch, dass die Planungen seit dem Jahre 2016 schon bekannt sind und 2017 und 2018 auch in Anfragen jeweils erörtert und beantwortet worden sind. Niemand kann also sagen, dass die Verkaufsabsicht überraschend kommt oder man nichts davon gewusst hätte. Das Ministerium hat transparent und ausführlich informiert. Das ist nicht zu leugnen, auch nicht von Ihrer Seite. Auch der Vergleich mit den Leo-Geschäften, was Sie immer wieder versuchen, ist nicht zutreffend. Denn es geht bei den jetzigen Sanierungsmaßnahmen vor allem um die energetische Sanierung im Rahmen der COME-Projekte. Das Projekt Kassel-Niederzweren ist somit ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur CO2-neutralen Landesverwaltung. Mit der Sanierung der Liegenschaften können wir ca. 13.000 Tonnen CO2 in den nächsten 30 Jahren sparen. Das ist ein erheblicher Beitrag zum Klimaschutz. Dabei übernimmt der Vermieter unter anderem die Planung und den Bau, also die Sanierung nach dem Anforderungsprofil des Landes. Auch die Bewirtschaftung inklusive Wartung und Schönheitsreparaturen werden vom Vermieter übernommen. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, das mag Ihnen nicht gefallen, und Sie haben auch eine namentliche Abstimmung beantragt. Der werden wir natürlich sehr gerne folgen, um dann auch klar zu einem Abstimmungsergebnis zu kommen. Wir haben dort nichts zu befürchten. Und Ihre Behauptung, dass das Land Hessen ein Grundstück verschenkt und auch noch Geld dafür bezahlt, ist ebenfalls falsch und eine Unterstellung. An die Erstattung des Kaufpreises sind ausdrücklich, und das wissen Sie, Herr Kollege Schalauske, Bedingungen geknüpft. Es ist vielmehr so, entgegen Ihren Behauptungen, dass eventuelle Rückerstattung mit Auflagen einer CO2-Einsparung verbunden ist. Und das wird mit keinem Wort bei Ihren Redebeiträgen oder Pressemitteilungen jeweils erwähnt. Dies gilt auch für die SPD. Aber es passt natürlich auch nicht in Ihre populistischen Meinungsäußerungen an dieser Stelle. Mit dem Projekt bekennt sich die Landesregierung zu den Standorten Kassel, Niederzweren und zu dem Standort Mülheim der Hessischen Bereitschaftspolizei.
Diese sind wichtiger Bestandteil zur Aus- und Fortbildung für die Nachwuchskräfte der hessischen Polizei. Durch die Laufzeit von 30 Jahren ist zudem eine lange Standortsicherung gegeben. Insgesamt wir haben die Verantwortung, dass das Land Hessen moderne und energetisch möglichst optimale Liegenschaften vorhält. Das sind wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ob Finanzbeamte, Lehrer oder Polizisten, schuldig. Wir wollen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne zur Arbeit gehen und auch solche Arbeitsräume vorfinden, in denen sie sich wohlfühlen. Herr Kollege Reul, Sie denken an die Redezeit. Jawohl, eine Minute noch. Mittlerweile sind seit 4 Jahren an dem Projekt gearbeitet worden. Herr Kollege Reul, ich habe es deshalb gesagt, weil Sie uns angekündigt hatten, Sie wollten es in 3 Minuten machen. Korrekt, Herr Präsident. Ich bitte um Dispens an dieser Stelle. Ich bin auch gleich beim Ende. Das muss ich jetzt an dieser Stelle noch kurz erwähnen. Wir haben 4 Jahre lang daran gearbeitet. Ein Abbruch der Verhandlungen würde zu Schadenersatzführungen führen. Insgesamt kann ich festhalten, die Opposition war seit 2016 über dieses Projekt informiert. Und deshalb läuft die Kritik vollkommen in das Leere. Sie wurden rechtzeitig informiert. Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegt vor. Und wir können jetzt gerne in die Abstimmung eintreten. Das ist ein gutes Projekt, dem wir gerne zustimmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Reul. Meine Damen und Herren, der Finanzminister hat das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich nur wenige Hinweise geben. Verabredungen, die dem heute gegenständlichen Verkaufsprozess zugrunde liegen, sind weit weg von dem, was hier behauptet wird, irgendeines Geschenkes. Dort gibt es einen privaten Vertragspartner, der die Verpflichtung übernimmt, 130 Millionen € zu investieren. Ich glaube nicht, dass jemand, der bereit ist, 130 Millionen € zu investieren auf eigene Rechnung, das als ein Geschenk empfinden würde. Aber möglicherweise finden Sie Menschen, die so empfinden, aber mit denen würden wir wahrscheinlich keine Verträge schließen. Dass die Verkaufserlöse unmittelbar als Baukostenzuschuss zurückfließen, führt ausdrücklich zu einer Minderung des Mietzinses. Da wird nichts geschenkt, sondern es werden einfach die Baukosten, die entstehen dadurch, dass energetisch saniert worden ist, aus dem Veräußerungserlös finanziert. Und dadurch gibt es über die Vertragslaufzeit niedrigere Miete. All das ist in die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung eingeflossen. Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ergibt einen wirtschaftlichen Vorteil von 50 Millionen € über die Vertragslaufzeit. 50 Millionen €, die den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern im Verhältnis zu der Variante, dass wir das selbstbaulich in die Hand nehmen, eingespart werden können. Das ist schlicht der Sachverhalt, der der heutigen Entscheidung zugrunde liegt. Und deshalb machen wir ja immer 2 Wirtschaftlichkeitsvergleiche. Den ersten, wenn die Kostenschätzungen vorliegen und man auf der Basis rechnet, welche Variante ist günstiger. Nur wenn in der Minute klar ist, die ÖPP-Beschaffungsvariante ist günstiger, geht der Prozess weiter. Und dann unmittelbar bei Abschluss des Vertrages wird wiederum auf der Basis der dann vorliegenden Zahlen, der dann vorliegenden Angebote eine zweite Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gemacht. Die ist hier auch erfolgt. Und diese Geschichte mit den Zinssätzen, das ist schlichter Unsinn. Entschuldigung, wenn ich die Formulierung so drastisch werte. Natürlich werden die Zinssätze sowohl für die Eigenbauvariante als auch für die PPP-Variante in der Sekunde festgestellt. In unserem Vertrag die Zinssätze des Kapitalmarktes auf den 2. April 2019. Und dadurch entsteht die Vergleichbarkeit. Alles andere wäre ja nun wirklich Äpfel und Birnen miteinander verglichen. Und lassen Sie mich zum Schluss einen Hinweis geben. Ich habe im Jahr 2016 den Brief mit den wesentlichen Eckpunkten, wie das jetzt nun auch laufen wird, ja nicht geschrieben, weil ich sonst mit meiner Zeit nichts Besseres anzufangen war, sondern weil ich den Haushaltsausschuss und seinen Vorsitzenden, lieber Wolfgang Decker, darauf hingewiesen habe, wir treten jetzt in eine Phase der weiteren Verhandlungen ein, da, wenn Ihr Landtag eine andere Vorstellung habt von dem, wie es weitergehen soll, mit Schadenersatzansprüchen gerechnet werden kann, weil diejenigen Bieter erhebliche Planungsvorleistungen haben. Mir sind jedenfalls Bedenken der sozialdemokratischen Seite in diesem Verfahren zu dem damaligen Zeitpunkt so nicht bekannt geworden.
Ja, Sie haben den Haushalt abgelehnt, dann haben Sie es, aber hier behaupten Sie ja immer, dass Sie so für so Fragen wie Sportförderung und Ähnliches auch dafür seien, obwohl Sie den Haushalt abgelehnt haben. Also, Sie müssen schon sagen, ich habe jedenfalls in den Haushaltsreden des Kollegen Schmidt und Ihrem geschätzten Vorgänger, kann ich mich nicht erinnern, dass er dieses Projekt für so wichtig erhalten hat, dass das der Grund gewesen sei, den Haushalt abzulehnen. Nein, in Wahrheit ist doch, Sie haben doch am Ende diese Geschichte verschlafen. Und jetzt, wo zum Schluss der öffentliche Zirkus losgeht, wollten Sie auf der aus Ihrer Sicht richtigen Seite sein und ein bisschen mit den Wölfen heulen. Das ist doch die politische Wahrheit an dieser Stelle. Und deshalb meine sehr verehrten Damen und Herren, bleiben wir bei der Variante einer sachlichen, nüchternen, rationalen Betrachtung und Abwägung zu den Dingen, die dort auf dem Tisch liegen. Die Geschichte des Projektes ist gekennzeichnet. Ich bedanke mich bei Kollegen Reul von größtmöglicher Transparenz. Wir hatten sogar zu Informationsveranstaltungen ins Ministerium eingeladen, zu denen alle Fraktionen gekommen sind. DIE LINKE hat es nicht ermöglicht, trotz konkreter Terminabsprache, wahrscheinlich, um heute hier sich hinstellen zu können und zu behaupten, es sei nicht transparent gewesen. Weil wenn man Informationen bekommen hätte, dann hätte man ja möglicherweise bösgläubig sein können. Aber auch das haben wir am Ende wahrscheinlich gemeinschaftlich hinzunehmen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Die letzten 26 Sekunden Redezeit gebe ich gerne zurück. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich habe jetzt noch zwei weitere Wortmeldungen nach dem Minister. Ja, meine Damen und Herren, ich kann es auch nicht ändern, der Kollege Weiß und dann der Kollege Heidkamp noch. Bitte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will nur zu zwei Punkten noch einmal hier kurz Stellung nehmen. Der erste ist das, was Sie hier eben dargelegt haben, Herr Dr. Schäfer, das kann so nicht stehen bleiben. Ich erinnere daran, es gab im Haushalt 2016 eine Verpflichtungsermächtigung für dieses Projekt, eine Verpflichtungsermächtigung für die folgenden Jahre. Im Einzelplan 06, Haushalt 2016, den wir abgelehnt haben. Den Einzelplan 06 haben wir abgelehnt, den ganzen Haushalt 2016 haben wir abgelehnt. Eine Verpflichtungsermächtigung. Das ist das einzige Mal, wo dieses Projekt im Haushalt aufgetreten ist. So, und jetzt kommt die Vorlage in den Haushaltsausschuss, der dafür zuständig ist. Und dann sagen Sie uns, wieso macht ihr das überhaupt zum Thema? Wenn wir das jetzt ablehnen, dann sind wir zu millionenschweren Schadensersatzforderungen gezwungen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Finanzminister, so geht das nicht. Und so, das ist keine Art und Weise, wie mit unserer Aufsichtsfunktion hier dementsprechend umgegangen wird und wie wir die ausüben können. So funktioniert das nicht. Und als zweiten Punkt, Herr Kollege Kaufmann, irgendwann, also Ihre ständigen Beleidigungen, die Sie der Opposition gegenüber hier absondern, nicht nur hier im Haushaltsausschuss auch. Ich erinnere daran, was Sie uns im Haushaltsausschuss vorgeworfen haben, von wegen Schaumschlägerei und so weiter und so fort. Kompetenz wird sowieso jederzeit abgesprochen. Und was richtig wehgetan hat, war im Haushaltsausschuss eine Äußerung von Ihnen, in der Sie gesagt haben, die Opposition würde hier mit Ihren Nachfragen zum Schaden des Landes Hessens handeln. Das haben Sie gesagt. Ja, arrogant ist das eine, aber ich will jetzt mal an der Art und an der Stelle mal an etwas erinnern. Herr Kollege Kaufmann, überlegen Sie sich einmal, was die GRÜNEN so vor ein paar Jahren zum Thema PPP-Projekte hier geäußert haben, als es um die LEO-Projekte ging, was Sie hier für Reden gehalten haben, was die Kollegin Erfurth hier für Reden gehalten hat. Die Pressemitteilung haben wir alle noch. Dann erinnere ich daran, was die Kollegin Dahlke hier für eine wunderbare Rede gehalten hat zum Thema LEO-Pakete. Ein Unterschied zu dem, was Sie gemacht haben, wie Tag und Nacht, wirklich wie Tag und Nacht, Herr Kollege Kaufmann. Und dann erinnere ich noch an etwas Weiteres. Wir haben von diesem Projekt keine Wirtschaftlichkeitsberechnung. Haben wir nicht. Haben wir nicht vorliegen. Da entscheiden wir jetzt drüber. Haben wir nicht vorliegen. So, und dann gibt's, Sie haben die offensichtlich. Und dann gibt es einen zweiten Punkt. Wir haben eine kleine Anfrage. Wir haben eine kleine Anfrage nach über 5 Monaten beantwortet bekommen. Da steht drin,
Da der Koalitionsvertrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für die neue Legislaturperiode zu öffentlich-privaten Partnerschaften eine neue Vereinbarung vorsieht, sah sich die Landesregierung veranlasst, die beabsichtigte Umsetzung des Vorhabens als öffentlich-private Partnerschaft und deren Ausgestaltung einer erneuten Prüfung und Abwägung zu unterziehen. Am 14. Oktober 2019 mündete dieser Prozess schließlich in der Entscheidung des Kabinetts, an dem bisher geplanten Verfahren festzuhalten. Sie haben nicht nur die Wirtschaftlichkeitsberechnung von damals 2016 fortfolgende, Sie haben sich offensichtlich noch einmal eine geholt für Ihr schwarz-grünes Kabinett. Die haben wir auch nicht. Keine Ahnung, was da drin steht. Haben Sie einen entsprechenden Informationsvorsprung? Und wir sollen hier keine Fragen zu dem Projekt stellen dürfen. Und dann das Nächste, die Kabinettsentscheidung am 14. Oktober, das war ja nicht die erste. Sie hatten im Kabinett vorher schon einmal eine, da ist das Ganze geschoben worden, weil Sie sich nicht einigen konnten, weil die GRÜNEN Nachfragen zu dem Projekt hatten, weil die GRÜNEN Zweifel an dem Projekt hatten. Und sich dann hier hinzustellen und die Opposition zu beschimpfen, wenn wir genau diese Zweifel auch äußern, und unsere Oppositionspflicht zu tun, statt hier schwarz-grüne Hofschranzen zu sein und Nachfragen zu stellen, dann ist es eine Unverschämtheit, Herr Kaufmann, und das lassen wir uns nicht bieten. Kollege Weiß, das war ein sehr engagierter Vortrag, aber schwarz-grüne Hofschranzen gehört also auch in den Bereich, der mir nicht so ganz gefällt. Sie wissen, das ist immer so eine Formulierung, das ist unter der Stufe einer Rüge, aber Sie haben es verstanden, ich sehe es Ihrem Gesichtsausdruck an. Dann kann der Kollege Heidkamp, bitte. Ich werde mich sehr gepflegt ausdrücken. Ich habe hier zum ersten Mal den Betrag von 130 Millionen Euro gehört für die Sanierungsmaßnahmen. Wie Herr Weiß sagt, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung lag uns nicht vor. Ich wundere mich doch sehr über den Betrag, den Sie ja auch genannt haben, Herr Dr. Schäfer, von 50 Millionen, den dieses Projekt für das Land wirtschaftlicher auskommt. Welchen dummen privaten Käufer haben Sie denn da gefunden? Man kann ja für ÖPP-Verträge einige Gründe ins Feld führen, zum Beispiel Finanzierungsfragen. Aber in Zeiten von Nullzinsen sind die Finanzierungsfragen doch vollkommen anders zu betrachten. Ich hätte gern eine Antwort auf die Qualität des Käufers. Vielen Dank, Herr Kollege. Wir haben das jetzt einmal zugelassen, denn bis der Kollege Heidkamp hier vorne gewesen wäre, hätte es noch länger gedauert. Und deshalb war das so in Ordnung. Der Kollege Schalauske hat jetzt das Wort, bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Finanzminister, Sie haben gesagt, mit Ihrem Brief, den Sie 2016 an den Haushaltsausschuss geschrieben haben, haben Sie ja bereits volle Transparenz hergestellt. Ihr Kollege, der Staatssekretär Herr Worms, hat sich im letzten Plenum sogar zu der Behauptung gesteigert, es hätten damals im Haushaltsausschuss keine Einwände zu dem Projekt gegeben. Wir mussten dann erst einen dringlichen Berichtsantrag meines Kollegen und Vorgängers Willy van Ooyen ausgraben, um ihn noch einmal zu dokumentieren, dass bereits 2016 aufgrund Ihrer Darstellung und Ihres Briefes im Haushaltsausschuss eine Fraktion deutlich gesagt hat, dass sie diese Privatisierungsvorhaben für keine gute Idee im Sinne der hessischen Steuerzahler hält. Und mit Transparenz hat es auch wenig zu tun, wenn Sie hier zwar Zahlen in den Raum werfen, die Teilen der Abgeordneten und Fraktionen gar nicht bekannt sind, dass Sie mit mehreren Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen argumentieren, die anscheinend Teilen auch nur der Abgeordneten und Fraktionen nicht bekannt sind. Die Zahl 130 Millionen Euro, die dort investiert werden soll, war so im Haushaltsausschuss gar kein Thema. Ich will sie aber noch einmal kontrastieren mit einer anderen Zahl, nämlich 160 Millionen. 160 Millionen Euro
zahlt das Land dem privaten Investor, wenn der die CO2-Einsparvorgaben einhält, 160 Millionen €. Und der private Investor hat dann nicht nur diese 160 Millionen € auf 30 Jahre, sondern ihm gehören dann auch noch die Liegenschaften. Und das Land hat für die Vorbereitung dieses ganzen Kaufs noch fast 5 Millionen € an Steuergeldern bezahlt. Das ist keine nachhaltige Finanzpolitik. Und Herr Kaufmann, ich kann ja verstehen, dass Sie hier mit Beleidigungen und mit, wenn ich das mal so sagen darf, mit Pöbeleien nur so glänzen. Kann ich gut verstehen. Ich würde mich nämlich an Ihrer Stelle auch verdammt noch mal ärgern. Ich würde mich ärgern, wenn ich früher Privatisierungen in Form von PPP-Projekten kritisch hinterfragt habe, die Regierenden dafür gescholten haben, dass sie so mit öffentlichem Eigentum umgehen, und heute selber unter anderen Vorzeichen ähnliche Projekte hier verteidigen müsste, dann wäre ich wahrscheinlich auch so außer Rand und Band. Nun. Herr Kollege Schalauske, Kollege Schalauske, Pöbel ein und verdammt normal gefällt mir auch nicht so, ne? Also auch Bescheid. Kollege Kaufmann, bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin noch einmal hier vorgekommen, weil die beiden Vorredner Dinge hier behauptet haben, die nachweislich falsch sind. Verehrter Kollege Schalauske, Sie haben als Letzter gesprochen. Es ist richtig, es gab einen Dringlichen Berichtsantrag des Abg. Van Ooyen, Drucksache 19-3710, der am 7. September 2016 im Haushaltsausschuss verhandelt wurde. In dieser Verhandlung, der Kurzbericht liegt mir hier vor, hat der Kollege Van Ooyen nicht das Wort genommen. Er hat keine weitere Frage gestellt und nichts weiter erklärt. Ich unterstelle, dass der Rest des Verlaufs der Verhandlungen können Sie hier nachlesen. Insoweit ist die Darstellung des Ministers vollständig richtig. Zweitens. Der Kollege Weiß hat behauptet, dass nach jenem Vorgang im Jahre 2016 bis jetzt nichts mehr passiert wäre. Verehrter Kollege Weiß, es gibt die Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage, Drucksache 19-4569 des Abg. Decker betreffend Schließung der Schwimmhalle der Bereitschaftspolizei in Kassel. Und dort ist unter anderem ausgeführt, zu Frage 7, ich lese vor, die Liegenschaft soll im Rahmen des CO2-Minderungs- und Energieeffizienzprogramms eine öffentlich-private Partnerschaft eingegangen werden, die zusätzlich zu Grunderwerb unter anderem auch Sanierung und Betrieb der Immobilie umfasst. Erste Angebote sind eingegangen. Zu deren Anzahl kann ich mit Rücksicht auf laufende Vergabeverfahren keine Antwort geben. Ein Jahr später, ungefähr ein Jahr später, nämlich genauer gesagt am 16. Oktober 2018, ist ein Jahr her, Drucksache 19-6679 der Abg. Hofmeier, Decker, Frankenberger, etliche andere und von der SPD ebenfalls zum Polizeistandort Kassel-Niederzweren hat die Landesregierung wie folgt auf die Frage Nummer 4 und 5, die gemeinsam beantwortet wurden, ausgeführt. Ich zitiere: Das Bauvorhaben ist in der Größenordnung eines mittleren zweistelligen Millionenbetrags veranschlagt. Für die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen hat das Land Hessen die von der Bereitschaftspolizei Kassel genutzte Liegenschaft als ein PPP-Projekt europaweit ausgeschrieben. Dabei soll eine öffentlich-private Partnerschaft eingegangen werden, die zusätzlich zu Planung, Bau und Sanierung auch Grunderwerb und Finanzierung sowie den Betrieb der Immobilie umfasst. Ein Vertragsabschluss mit einem privaten Partner ist im Jahr 2019 beabsichtigt. Meine Damen und Herren, der Kollege Weiß könnte jetzt hier vortreten und sagen, ich bitte um Entschuldigung, ich habe mich geirrt, weil die Behauptung, zwischen 16 und heute wäre es nicht mehr aufgeschlagen, zeigt uns nur, dass Sie kleine Anfragen in Fragen, die Sie angeblich interessieren, aber zumindest die Antworten nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Es war vollständig transparent und dargelegt. Vielen Dank, Kollege Kaufmann. Der Kollege Decke hat noch 53 Sekunden. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren!
auch wenn es jetzt ein bisschen länger dauert. Aber da ist noch einmal eine Antwort fällig auf die Bemerkungen des Kollegen Kaufmann. Herr Kollege Kaufmann, Sie können jetzt noch so viel Wolken schieben und drunter und drüber fliegen und sich kaprizieren auf die Tatsache, wann wo irgendwelche kleine Anfragen beantwortet worden wären. Herr Kollege Kaufmann, Sie sind der ältere Hase als ich, und der jüngere Hase sagt Ihnen jetzt einmal, Sie wissen genau, dass die Beantwortung einer Kleinen Anfrage keine abschließende Behandlung ist. Und dieser Vorgang ist im Haushaltsausschuss bis vor der Sitzung am 23.10. niemals abschließend behandelt, geschweige denn eingehend besprochen worden. Und es ist auch niemals abgefragt worden, wie die einzelnen Fraktionen dazu stehen. Und das stellen wir heute hier einmal klar. Und die erste Möglichkeit dazu bestand in der Sitzung vergangenen Mittwoch. Und ich sage Ihnen jetzt noch eins dazu. Sie können noch tausendmal hier kommen, am wievielten Dezember 1973 Schnee. Hier, Kollege Decker, Sie sind so lieb. Ende. Ich komme auf die Gründe, warum wir es abgelehnt haben. Polizeiliegenschaften gehören in die Hände des Landes Hessen und nicht verkauft. Ende. Meine Damen und Herren, bin Ihnen dankbar, dass keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen. Und wir kommen zur namentlichen Abstimmung über diese Beschlussempfehlung. Du fängst an. So, Ulrike Alex, Tarek Al-Wazir, Katrin Anders, Lena Arnold, Sabine Bächle-Scholz, Dirk Bamberger, Jürgen Banzer, Dr. Ralf Norbert Bartelt, Elke Barth, Alexander Bauer. Frank Thilo Becher. Holger Bellino. Peter Beuth. Markus Bocklet. Michael Buddenberg. Christiane Böhm. Karl-Hermann Bulldorf. Volker Bouffier. Silvia Brünnel, Dr. Matthias Büger, Thailand Burcu, Ines Klaus, Miriam Dahlke, Wolfgang Decker, Christoph Degen, Frank Diefenbach, Angela Dorn, Tobias Eckert, Nina Eisenhardt, Arno Enners, Nancy Faeser, Martina Feldmeier, Thorsten Felstehausen, Carina Fissmann, Hildegard Förster-Heldmann, Jürgen Frömmrich, Sandra Funken, Klaus Gagel, Dirk Gav, Kerstin Geis, Nadine Gersberg, Lisa Gnadl, Eva Goldbach, Dr. Frank Grobe, Vanessa Gronemann, Stefan Grüger, Gernot Krumbach, Dr. H.C. Jörg Uwe Hahn, Karin Hartmann, nein, Erich Heidkamp, Christian Heinz, Birgit Heitland, Thomas Hering, Klaus Herrmann, Priska Hinz, Heike Hofmann, Markus Hofmann, Andreas Hofmeister, Hartmut Honka, Knut John, Bijan Kaffenberger, Rolf Kahnt, Norbert Kartmann, Heiko Kassegert, Frank-Peter Kaufmann, Kaya Kinkel, Kai Klose, Wiebke Knell, Elisabeth Kula, Gerhard Kummer, entschuldigt, gut, Robert Lambrou, Jürgen Lenders, Thorsten Leveringhaus, Andreas Lichert, Angelika Löber, Frank Lorz, Professor Dr. Ralf Alexander Lorz, Heinz Lotz,
Felix Martin, ja. Daniel May. Markus Meissner. Hans-Jürgen Müller. Jutt Michael Müller. Karin Müller. Regine Müller. Stefan Müller. Stefan Müller. Enthaltung. Dr. Stefan, Petra Müller-Klepper, Dr. Stefan Naas. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie doch in Ruhe, dass wir diese Abstimmung durchführen können. Es ist ja oben nicht zu verstehen. Der eine quatscht dazwischen, der andere spricht zu leise. Seid so lieb, dass wir das machen können. Claudia Papst-Dippel, Manfred Penz, Moritz Brumny, Janki Pürsün, Lucia Puttrich, Dr. Dr. Rainer Rahn, Claudia Ravensburg, Michael Reul, Boris Rhein, Volker Richter, René Rock, Günter Rudolph, Michael Ruhl, Max Schad, Dr. Thomas Schäfer, Jan Schalauske, Marion Schad-Sauer, Lukas Schauder, Hermann Schaus, Gerhard Schenk, Heidemarie Scheuch-Paschkewitz, Katrin Schleenbecker, Miriam Schmidt, Heiko Scholz, Dimitri Schulz, Armin Schwarz, Uwe Serke, Dr. Daniela Sommer, Sadet Sönmez, Frank Steinraths, Oliver Stierböck, Manuela Strube, Ismail Tippi, Oliver Ulot, Tobias Utter, Joachim Feilmann, Bernd Erich Vohl, Matthias Wagner, Astrid Wallmann, Alexandra Walter, fehlt. Kathi Walder, Thorsten Warnecke, Sabine Waschke, Marius Weiß, Dr. Ulrich Wilken, nein. Axel Windermeier, ja. Walter Wissenbach, nein. Janine Wissler, nein. Und Turgut Yüksel. Meine Damen und Herren, haben alle ihre Stimme abgegeben? Das ist der Fall, dann schließe ich die namentliche Abstimmung. Bitte auszuzählen. Ja.
Meine Damen und Herren, ich gebe Ihnen das Ergebnis bekannt. 130 Stimmen wurden abgegeben, mit Ja 68, mit Nein 52, Enthaltungen 10. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen.